Willkommen zu unserer achten Geschichte. Jetzt ist Geschichtenzeit. Heute nehme ich dich mit ins Tonstudio von Tim Hacking zu einer Geschichte der Homa First Nations. Mach es dir gemütlich und genieß die Geschichte. Da lebte vor langer Zeit in einem Indianerdorf ein Mann. Und wenn er am Morgen erwachte, dann fing er an zu schimpfen. Die Erde ist zu hart und zu steinig. Die Sonne ist zu heiß. Das Wasser ist zu nass und die Vögel sind zu laut. Und die Leute in seinem Dorf, die sagten zu ihm, weißt du was, du kannst gerne den ganzen Tag schimpfen, so viel du nur willst. Aber warum baust du deine Hütte nicht dort hinten am Waldesrand? Abseits von unseren Hütten. Und so geschah es, dass er dort einsam und allein lebte. In dem Indianerdorf aber gab es eine Frau. Und sie sagte sich, im Grunde seines Herzens ist er ein guter Mann. Und wenn es mir gelingt, sein Herz zu berühren, dann wird er auch ein guter Mann für mich sein. Und sie ging zu ihm. Sie zog in seine Hütte und blieb bei ihm. Und der Mann? Nun, er gewöhnte sich daran, dass sie da war. Und von Zeit zu Zeit sah man ein Lächeln auf seinem Gesicht, wenn er von der Jagd zurückkehrte und sie ein Essen für ihn vorbereitet hatte. Aber mit der Zeit kam die alte Unzufriedenheit wieder über ihn und es kam der Tag, da stürmte er zur Tür hinaus und rief, die Erde ist zu hart und das Wasser ist zu nass, die Sonne ist zu heiß, die Vögel sind zu laut und die Frau ist zu Frau. Die Frau hatte es gehört. Und sie fasste einen Entschluss. Und als er an diesem Abend von der Jagd zurückkehrte, da legte sie sich zu ihm und schlief mit ihm. 9 Monate später brachte sie ein Kind zur Welt. Und kurze Zeit später legte sie sich wieder zu ihm, sie schlief mit ihm und sie brachte 9 Monate später ein zweites Kind zur Welt. Und jetzt erfüllte das Lachen und das Weinen der Kinder die Hütte. Manchmal ihr Streiten. Das Vaterherz des Mannes wurde berührt davon. Und man sah zuweilen, wie er lächelte. Wenn er einem der Kinder ins Gesicht blickte, ihr Leuchten sah und ihr Strahlen. So rein, unschuldig und voller Liebe. Ja, aber es kam, wie es kommen musste. Es kam der Tag, an dem er zur Tür hinausstürmte und rief, mir reicht's, die Erde ist hart, das Wasser ist nass, die Sonne ist heiß, die Vögel sind zu laut, die Frau ist zu Frau und die Kinder sind zu laut. Die Frau hat es gehört. Und sie spürte, wie sie das Herz brach. Sie sank auf die Knie, eine Träne rollte ihre Wange herab und sie hob die Hände zum Himmel. Großer Geist, wenn es dich gibt, musst du mir helfen. Ich weiß nicht mehr weiter. Der Mann lief immer noch durch den Wald. Er stieß die Steine vor sich hin, fluchte und schimpfte. Und wie er so ging, da erklang plötzlich eine Stimme.
Aus dem Nichts? Mann, was ist dein Problem? Was mein Problem ist, diese Welt ist schlecht gemacht. Nichts an mir gefällt mir. Ich habe sie noch nie gemocht. Ich mag sie nicht. Und was wäre, wenn diese Welt, die dir nicht gefällt, verschwindet? Oh, das wäre gut. Das wäre wunderbar. Ha, dann wäre ich sie endlich los. Von mir aus, es kann sofort losgehen. Die Stimme verstummte. Und er ging weiter. Und zuerst verschwand der Gesang der Vögel in den Bäumen. Dann hörte das Wasser auf zu plätschern. Dann verschwanden die Steine, die er eben noch vor sich hingestoßen hatte. Und schließlich der Weg vor seinen Füßen. Und zuletzt ging das Licht aus. Es war vollkommen dunkel und vollkommen still. Ah, endlich. Großartig. Wunderbar. Ah, sehr gut. Aber das war nicht irgendeine Stille. Es war die vollkommene, unendliche Stille. Und die dauert. Und dauert. Und irgendwann sagte er, also, jetzt reicht's eigentlich. Das Licht kann wieder angehen, außerdem wird mir langsam kalt. Ich hab's schon kapiert, es ist genug. Aber es blieb still. Hallo, mir reicht's. Ich hab genug davon. Es ist jetzt dunkel und mir wird's langsam kalt. Außerdem habe ich Hunger und ich habe Durst. Das Licht kann wieder angehen. Nichts geschah. Hallo, ist da jemand? Ich meine, es reicht schon. Nichts. Immer noch nichts. Hallo? Hallo? Seine Stimme wurde unruhig und sein Herz begann schneller zu schlagen. Es ist dunkel und mir ist kalt und mir reicht's jetzt. Ich werde auch nicht mehr so viel schimpfen. Immer noch nichts. Bitte, sagte er da. Bitte, ich wäre ja schon dankbar für einen einzigen Sonnenstrahl. Für einen einzigen Tropfen Wasser, bitte. Und er spürte, wie seine Augen feucht wurden. Er hatte noch nie geweint. Eine Träne rollte seine Wange herunter. Wird es wirklich für immer dunkel und finster bleiben? Bitte, sagte er noch einmal. Bitte. Gib mir das Licht zurück. Und da hörte er eine Stimme. Und sie kam von weit her. Oder sie kam aus seinem eigenen Herzen. Ganz leise, ganz sanft. Ich kann dir die Welt nicht zurückgeben. Du musst es selber tun. Wenn du sie wiederhaben willst, dann musst du alles, was du liebst, beim Namen nennen. Alles, was du liebst, beim Namen nennen. Was? Was soll ich? Was ich liebe? Wie bitte? Was soll ich tun? Aber er hörte nichts mehr. Und da saß er in der Dunkelheit und in der Kälte und versuchte sich zu erinnern. Alles, was ich liebe. Was ich liebe. Die Erde. Und das Licht der Sonne. Das Plätschern des Wassers. Der Gesang der Vögel. Meinetwegen auch die Moskitos. Und meine Frau. Meine Frau und meine Kinder.
meine Frau und meine Kinder. Jedes Ding, das er beim Namen nannte, kehrte im selben Augenblick wieder zurück. Er sah den Wald um sich und die Bäume, die im Wind rauschten, spürte die Wärme der Sonne auf seiner Haut. Er hörte das Plätschern des Wassers und spürte die Erde unter seinen Füßen. Und dann hielt ihn nichts mehr. Er rannte zurück. Er rannte zurück zu seiner Hütte. Als er dort ankam, ging die Sonne gerade über dem Wald auf. Und er schaute zur Tür hinein und er sah seine Frau. Und er sah seine Kinder. Sie schliefen noch. Er legte sich zu ihnen, ohne sie zu wecken. Und er hörte sie atmen. Und in ihm strömte das Glück. Und seit diesem Tag, wenn er morgens erwachte, dann lag ein dankbares Lächeln auf seinen Lippen. Ich schicke dir jetzt eine liebevolle Umarmung. Lass es dir gut gehen und ich freue mich mit dir auf unser nächstes Türchen. Bis morgen!